Hallöchen und wieder mal herzlich willkommen zurück beim Date mit Lola. Hat ja wieder gut geklappt und sie trägt ihr hübsches Outfit. Wir haben noch so ein paar Fragen offen. Wir mussten zum Beispiel noch wissen, den Geburtstag, das Gewicht und was sie so den ganzen Tag treibt. I'm kinda curious about. What's the first thing you think about when you wake up in the morning? Wir denken natürlich an dich, wenn du neben uns liegst. Nackt. Ich bin froh, dass ich keinen Job habe, was es zum Frühstück gibt oder wie ich das meiste aus dem Tag rausholen kann. That's right. Few people understand the power of starting the day in the right frame of mind. Gut. Wir konnten dir aber was zu essen anbieten, ne? Genau, den Muffin und der Saft, der bringt uns leider nicht allzu viel. I could have breakfast for every meal, I swear. Gut. What's cooking, good looking? Jetzt habe ich vergessen, was ich dich fragen wollte. Dein Geburtstag, genau. My birthday is February 23rd. Don't forget. Ich versuch's. 23. Februar. 23. Februar. Yes. Lola Rembrandt, oder wie hieß du nochmal? Jetzt habe ich das schon wieder fast vergessen. Was wollte ich dich noch fragen? Dein Gewicht, ne? Well, 122 pounds. I'm trying to diet, though. Rembrandt hieß du. Lola Rembrandt. Wie viel wiegst du? 60, 61 Kilo. Hör mal. Alles durch die Oberweite, oder wie? Gut. Lola, wir marschieren mal weiter. Wer ist denn noch wach? Momo ist noch wach. Oder Aiko ist noch wach. Wir marschieren mal zu Momo. Momo. Night. Lola, wir kommen nächste Nacht nochmal wieder auf dich zurück. I wonder what I should do today. Momo streunt also am Campus rum. Und Momo bekommt jetzt ein Geschenk. Eine Maus. Eine Maus für die Maus. It's the perfectest gift ever. How'd you know? Ja, ich weiß nicht. Katzen mögen doch Mäuse, oder? Ein Fischtank bekommst du dann auch noch. Yay! I love fishies. Das weiß ich. Yoro Kobi Hairstyle. Was ist denn Yoro Kobi? Einfach das gleiche in lang. So, da tut sich irgendwie. Wir stellen dich auf random. Hast du dir jetzt verdient. Was hatten wir hier noch? Kleidungsmäßig kommst du auch auf random. Wunderbar. Dann bekommst du noch. Was braucht man denn am wenigsten? Ich weiß gar nicht. Wein trinkt keiner. Niki haben wir durch mit dem Bier. Und noch eine kleine Champagner. Am I supposed to have this? Sure, if you say it's okay. Am I supposed to have this? Ja. Ausnahmsweise. Aber nur für dich. So, Hobby, Season und Color. Okay. What do you want to talk about, hm? Und zwar. Hobby. I sleep a lot. I'm always really, really sleepy. Das bin ich auch. Also, du bist wirklich die Katze, die 14 bis 16 Stunden am Tag schläft, wa? Is there anything I can do for you, Master? Die Farbe. Gold. It's really, really shiny and sparkly. Da hast du recht. So eine Antwort hat man noch von gar keinem hier. Gut, Momo. Wir versuchen es einfach mal mit dem vierten Date. Bisher waren ja alle erfolgreich. Yay! Can we go right now, please? Oh, natürlich. Wenn du dich schon so sehr freust, wollen wir dich natürlich nicht warten lassen. Schick, schick, schick. They have all my favorites here. Wirklich schick. Gut, wir haben keine Tröpfchen in Reichweite. Aber ein paar Herzchen. Du mochtest orange, aber kein rot. Jetzt haben wir auch Tröpfchen hier. Jetzt haben wir, haben sogar schon fünf über. Dann kriegst du direkt mal die Schüchen hier. Dann haben wir hier noch ein paar Herzchen. Jetzt mal so orange, ne? Genau. Orange, kein Rot.
da kriegen wir noch kein Rot rein. Bleiben wir wirklich erstmal bei Orange, Orange. Noch mehr Orange. Ich hätte ja gerne hier was Rotes dazwischen. Rot zum Beispiel. Schön. Bisschen Blau mit dazu. Ah, Glocken 2, 4, 6, 7 Glocken. Eine noch dazu wäre schön. Das sind jetzt 2, 4, 6, 8. Jetzt haben wir 8 Glocken. Aber noch nicht genug Sentiment. Haben wir einen Vierer oder holen wir uns den? Holen wir uns eben Sentiment. Jetzt holen wir uns die Züge. Dann haben wir hier keine roten. Dann haben wir erstmal den blauen. Die Glocke. Die irgendwie einen nach unten. Ha. Jetzt haben wir noch mehr Züge. Und jetzt haben wir wieder nicht genug Sentiment, sonst hätten wir uns schon wieder die Broken Hearts alle weghauen können. Die inzwischen schon wieder sehr stark vertreten sind. Dann. Wie kriegen wir das hin? Dann das rutscht runter, das rutscht runter. Sentiment. Jetzt holen wir die Broken Hearts nicht alle weg. Oder hier was Grünes in die Reihe. Wir kriegen den Roten da nicht hin. Möchte einfach nichts Rotes zu uns kommen, Mensch. Was Grünes. So, Grün. Ah. 600 Punkte dadurch verloren. Ich will doch eigentlich nur, muss man jetzt echt selber machen hier. So, Broken Heart weg. Hier was Rotes rein, da ein Herzchen rein. So, jetzt haben wir die Punkte schon mal wieder von da. Grün, ne? Nee. Orange. Hier jetzt einen Orangen hoch, aber haben wir wieder nicht. Reicht das? Das reicht. Momo. Über 4000. Du bist die erste über 4000. That was the best is best. The best is best. Schön, dass du so schön zu beeindrucken bist. Nicht so wie Audrey, die immer so demotiviert. Nate, du freust dich wenigstens. Momos Posh Kitty Outfit. Haben wir noch was zu essen für dich? Wir haben sogar noch eine ganze Menge zu essen für dich. Mal gerade, was braucht man jetzt noch zu wissen? Wir brauchen nur noch deine Lieblingsjahreszeit zu wissen. What a treat! Time for a kitty quiz! Kitty quiz? Oh, kitty quiz! What's a scientific name for a kitty? Was? Was ist das denn? Felis Catus? Weiß ich nicht. Ist das Latein? Ja. Ich habe geraten, abgeleitet. I know. I'll ask you a question about me. What was my answer when you asked where I work at? Du hast gesagt, Barista war Kiena, glaube ich, ne?
Und Student war Audrey. Du bist die Kitty. Yes, you got it. Aber schön, dass du noch weißt, was Arbeit ist. Ready for a kitty question? What's a kitty doing when it's trilling? Das hat man schon mal. Ich weiß, ich hätte es nachgucken sollen inzwischen. Was habe ich geantwortet? Ich habe gesagt, der Teppich. Dann vibrating. No, nein. Silly. Don't you know anything about kitties? Ich hätte es nachgucken sollen. Tut mir leid. Gut, wir marschieren mal von unserem Samstagmorgen los nach. Wo gehen wir denn mal hin? Q oder zu Audrey? Wir gehen zu Q. See you later, Alligator. Ah, see you later, Alligator. Woher kennst du das denn? Dass du als Katze sowas kennst. So, an der Beach. What up, Player? Yeah, Player. So, mein Elfchen. Dein Gewicht und dein Geburtstag fehlt uns noch. What's good, Player? Talk to me. Dein Geburtstag. The universe was given the honor of having me in it on August 3rd. Der 3. August. I hope you've been studying because it's time for a test. What day was I born on? Ha, am 3. August. That was a softball question. Das war es definitiv. So, Day Date mit Q. Let's fucking date this shit up. Yeah. Gut. Im Waterpark. Zieh dir was Hübsches an. This works okay, out pretty nice. I need to water my leaf bikini. Den hast du ja auch an, dein leaf bikini. So, wir schauen rein. Da haben wir schon eine ganze Menge. Tröpfchen. So. Make it happen. Damit fangen wir natürlich an. Und werden jetzt sehen. Die kriegen wir nicht irgendwie nach unten. Machen wir es so. Und was machst du nochmal? Du mochtest grün und kein Blau. Grün und kein Blau. Jetzt hier natürlich was schönes Orangenes zwischen. Sich noch nichts wieder, was wir machen können. Tja, bleibt generell nicht allzu viel, glaube ich, ne? Sehe ich das richtig? Ne, müssen wir halt mal uns hier dran ein bisschen was bedienen. So, grün, aber kein Blau. Wie viele Glocken haben wir denn inzwischen? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Eine fehlt uns noch. Grün, aber kein Blau, aber trotzdem. Nice, da ist sie wieder. So. So. Beautiful. War schön. Wen können wir hier noch verwenden? Ah, ich hätte hier gerne noch die letzte Glocke. 2, 4, 6, 7 sind wir immer noch. Egal, wir holen uns die Züge jetzt. Und ich hoffe mal auf ein paar Vierer noch. Glocke will ich jetzt eigentlich nicht weghauen für den Sentiment. Weil wir können sie hier unten nochmal holen, die Züge. Kommen wir denn sonst irgendwo hin? Nein, so eben nicht. Ja, Tröpfchen, notgedrungen. Ich bräuchte aber noch einige mehr. Sonst geht es nämlich hier ein bisschen schief jetzt gleich.
Nee. Q. Müssen wir irgendwie so machen hier. Grün, aber kein Blau. Ich krieg das nicht hin mit meinen. Na gut, jetzt könnten wir die eliminieren, aber das bringt uns nicht viel. Da kriegen wir auch nicht viele Züge von raus. Das Grüne kriegen wir noch nicht zustande. Nee, unser letzter Zug. Letzten Zug beenden wir mit Noise, aber hat leider nicht sein sollen. The objective is to win. We're clear on that, right? Ja, ist schon klar, aber mein Gott, kann ja nicht immer alles funktionieren. Gut. Zurück zur Turtle Beach. Und damit verabschieden wir uns auch von Q, die jetzt mal ihren Leaf-Bikini bewässern musste. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Freut euch schon mal auf die nächste Nacht. Wir sehen uns.